Der Lehrermangel in Österreich verschärft sich zunehmend. Immer mehr Schulen verwandeln sich in sogenannte Brennpunktschulen. Ein Migrationsanteil von über 50% in einer Klasse ist längst keine Seltenheit mehr. Viele Lehrkräfte fühlen sich seit Jahren von der Politik im Stich gelassen, da anstatt die Probleme anzugehen, immer weiter gekürzt wird. In Österreichs Schulen brennt der Hut. Aus diesem Grund haben Lehrkräfte aus ganz Oberösterreich bei einer Kundgebung auf dem Steirer Stadtplatz ihren Unmut offen zum Ausdruck gebracht. Es fehlt an Ressourcen, es fehlt an Begleitstunden, es fehlt an nötigen Schulausrüstungen teilweise, es fehlt an Betreuungslehrern, es fehlt an Schulpsychologen, es fehlt an pädagogischem Stützpersonal, es fehlt an Krankenpflegerinnen oder Krankenschwestern in Schulen, die wirklich mit Kindern mit körperlicher Beeinträchtigung etc. haben. Die Punkte sind mannigfaltig. Und das geht nicht. Wir können nicht Überstunden machen wie in einem anderen Beruf, wo wir einfach, dann arbeiten wir halt bis zwei in der Früh. Nein, wir müssen momentan da sein für mehrere Kinder gleichzeitig. Und das geht nur, wenn mehr Personal gleichzeitig da ist. Wir können uns in der Schule nicht duplizieren und das tut uns dann selber weh. Ich bin Personalvertreterin und ich weiß, dass im heurigen Schuljahr in Oberösterreich schon wieder über 100 Kündigungen von jungen Lehrern und Lehrerinnen gegeben hat, weil sie es nicht mehr aushalten, dass sie Job nicht so machen können, wie er gemacht gehört. Dann freuen wir uns, dass wir ein paar Quereinsteiger finden und auf der anderen Seite verlieren wir es, weil das System uns nicht erlaubt, so zu arbeiten, wie wir es eigentlich tun sollen. Wir brauchen gute Handwerker. Die Wirtschaft schreit nach guten Fachkräften, die wir in der Pflichtschule und in allen anderen Schulen heranbilden sollen. Wenn uns dazu die Mittel genommen werden, beziehungsweise wenn wir an dieser Mittellosigkeit erkranken, ausbrennen oder sonst was, dann ja natürlich ist mitunter alle Entscheidungsträger sind dafür verantwortlich. Und es geht uns wirklich nicht mehr wirklich gut in der Schule, weil, wie ich angefangen habe, hat die Sache ganz anders ausgeschaut. Aber gut, das war vor Jahrzehnten. Dementsprechend umfangreich ist der Forderungskatalog der Lehrer, um ein funktionierendes Bildungssystem in Österreich zu gewährleisten. Ja, unsere Hauptforderungen sind einmal grundsätzlich, eine permanente Doppelbesetzung in der Volksschule ist dringend vonnöten. Die Kolleginnen und Kollegen in der Volksschule, die zerspragen sich, wie man so schön sagt, in Oberösterreich. Es wäre dringend nötig, schulpsychologisches Personal. Es wäre dringend nötig, Unterstützungspersonal, auch Leute mit Fremdsprachenkenntnissen, um einfach teilweise auch beim Übersetzen zu helfen. Es wäre dringend nötig, mehr Stunden mit den Schülern zu verbringen, denn zum Beispiel früher, wie ich angefangen habe, habe ich in der Woche 2 Stunden Volleyball gehabt und habe die Schüler über die Freizeit, über die Aktivität, über den Sport begeistern können. Man hat sie kennengelernt, man hat die Schüler wirklich begeistern können und man hat mit ihnen Sachen machen können, die auch den Schülern wirklich Spaß gemacht haben. Und durch das haben die Schüler auch damals vielleicht ein bisschen lieber gelernt oder so. Und all diese Dinge wurden sukzessive, meiner Beobachtung nach, seit 1995 weggestrichen. Finde ich extrem traurig. Und jetzt sind wir an einem Punkt angelangt, wo wir unzählige Forderungen haben, weil unzähliges weggestrichen worden ist. Wenn sich die aktuell stark angespannte Lage an Österreichs Schulen nicht bald verbessert, sieht es laut Renate Brunnbauer, Mitglied des Zentralausschusses für Landeslehrer in Oberösterreich, sehr düster aus. Ich bin auch keine Hellseherin, da kann ich euch nur meine Fantasie anbieten und die ist furchtbar. Weil wenn sie uns zwingen, immer wieder einzusparen, wenn wir die Kinder in den Schulen miteinander nicht betreuen können, dann kriegen wir die Ratschläge von den Seiten, wo wir sie gar nicht wollen, wo es nämlich dann heißt, raus mit den Kindern, die nicht angepasst sind, die nicht genauso laufen im System, raus mit den Systemsprengern, raus mit Kindern mit Behinderungen, irgendwo raus an die schöne Luft, an die frische Luft, Werkstätten, dann landen, was eh schon passiert in Österreich, Menschen, die eigentlich keine Behinderung haben, sondern zum Beispiel eine Lese-Rechtschreibschwäche in einer geschützten Werkstatt. Und da verschwenden wir massiv Ressourcen und tun Menschen, Heranwachsenden, wahnsinnig weh und nehmen ihnen so viele Chancen.